Hi. Was ein Streichmaß kann. Warum springe ich jetzt zu dem Streichmaß, wo wir ja mit dieser Sägeübung noch gar nicht ganz fertig waren? Ne? Diese Sägeübung soll ja auch noch Querschnitte beinhalten, also Schnitte quer zur Faser. Und das möchte ich auch auf jeden Fall zeigen. Der Punkt ist, dass das der richtige Zeitpunkt ist, um das Streichmaß als Werkzeug vorzustellen, denn ein Streichmaß ist ein Werkzeug, dessen Aufgabe es ist, zu einer Kante parallele Risse zu zeichnen oder zu reißen. Besser gesagt, eigentlich zu schneiden, denn Streichmaße sind Reißwerkzeuge, an denen immer in irgendeiner Form ein Schneidwerkzeug dran ist. Wie funktioniert ein Streichmaß? Also es gibt eine Menge verschiedener Streichmaße. Eigentlich im Wesentlichen gibt es drei verschiedene Bauarten. Dieses hier ist sozusagen die klassische, na sagen wir, deutsche westmitteleuropäische Bauart. Das ist also ein Streichmaß aus Holz. Das hat hier so einen Anschlagsklotz. Und hier zwei Nadeln. Also da eine Nadel und da eine Nadel. Und diese Anschlagslineale lassen sich eben hier über diese Knebelschrauben lösen. Und dann kann man das hier verstellen und kann dann mit dieser Nadel Risse machen. Streichmaße haben meistens zwei Nadeln. Da komme ich nochmal drauf zurück, zu erklären, warum das so ist. Aber erstmal nur zum Zeigen. Ich setze also mit dem Streichmaß diesen Anschlagsklotz hier an die Kante an. Dabei ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass man darauf achtet, dass der vollflächig anliegt, dass hier diese Kante nicht in irgendeiner Form verkantet ist in die eine oder in die andere Richtung, ne, sondern dass man hier vollflächig anliegt. Dann, also meine bevorzugte Arbeitshaltung ist, das Streichmaß schiebenderweise zu benutzen. Es gibt Leute, die ziehen lieber. Das ist tatsächlich eine Geschmacksfrage. Aber ich bevorzuge das Schieben, weil ich dann alle Finger meiner Hand dafür verwenden kann, Kontrolle über das Werkzeug zu haben. Ich lege den Mittelfinger hinter den Anschlagsklotz, den Zeigefinger oben drauf und den Daumen lege ich dahin, wo die Nadel ist. Auf diese Art und Weise kann ich hier sehr kontrolliert zur Seite drücken, also dahin drücken, hier eine Führung haben und hier mit dem Daumen hier kontrolliert einen Riss machen. Ne? Und so funktioniert ein westliches Streichmaß, ein westeuropäisches Streichmaß, sagen wir mal. Im angelsächsischen Sprachraum, England, Amerika, Kanada und so, gibt es mehr diese Streichmaße hier. Die sind auch interessant, die bestehen fast ausschließlich aus Metall und haben halt hier ein verstellbares Lineal, das einen zylindrischen Querschnitt hat. Diese Streichmaße haben hier vorne ein kreisrundes Messer. Also das hier ist die Messerkante. Und damit kann man jetzt im Prinzip dasselbe machen. Man legt das hier an. Auch hier muss man wieder darauf achten, dass ich hier eine vollflächige Anlage habe und kann jetzt hier wiederum parallel einen Riss ziehen. Vielleicht zwei Sachen dazu. Das eine ist, warum ist dieser Teller hier nicht komplett rund, sondern hat hier so eine kleine abgeflachte Stelle. Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass das dann aufliegt, ne? Also auf dieser, das nicht beliebig durch die Bank rollt, sondern man hat eine Stelle, wo man es hinlegen kann und da liegt es dann sauber auf. Diese Streichmaße haben einen coolen Vorteil, finde ich, denn es geht ja bei Streichmaßen häufig darum, Materialdicken von einem Stück auf ein anderes Stück zu übertragen. Und dafür bietet dieses Streichmaß, finde ich, die sozusagen höchste Qualität, die höchste Kompetenz, die so ein Streichmaß haben kann. Nämlich mit einem westlichen Streichmaß müsste ich hier immer gucken, dass ich hier drüber fluchte. Ne?
dass ich hier mit dem Auge drüber fluchte und die Nadel dahin einstelle, dass sie genau auf der Kante liegt. Das ist natürlich eine brauchbare Methode, wenn man da ein bisschen Übung drin hat. Bei diesen Streichmaßen hier habe ich den großen Vorteil, dass ich diesen Teller hier einfach auf die Oberkante des Stückes setzen kann. Und jetzt kann ich dieses hier, dieses Anschlaglineal, dieses zylindrische einfach hier unten hinfallen lassen, fixiere diese Stellschraube und dann habe ich perfekt diese Materialdecke. Ich finde, das ist wirklich eine coole Sache. Das kriegt dieses Streichmaß deshalb hin, weil es hier sozusagen mit dem Messer endet. Ne? Also diese, weil hier da sofort, weil das ist das Ende dieses ganzen Lineals ist, wohingegen natürlich hier bei diesem Streichmaß noch über die Nadel etwas hinausguckt. Und deswegen funktioniert das so nicht. So, das dritte Streichmaß, was ich gerne vorstellen würde, das ist eigentlich das, mit dem ich persönlich am liebsten arbeite. Das ist ein japanisches Streichmaß. Die sehen so aus. Die sind in der Regel aus japanischer Eiche, Weißeiche oder Roteiche. Das gleiche Material, aus dem in Japan in der Regel auch die Hobel gebaut werden. Ist ein sehr, sehr formstabiles Material. Und ich mag die deshalb am liebsten, weil die einen sehr großen Anschlagsklotz haben und man kann da sehr gut dran anlegen. Im Gegensatz zu den vorgenannten Streichmaßen haben sie also weder eine spitze Nadel noch eine kreisrunde Nadel. Was sie stattdessen haben, die japanischen Streichmaße, sind Messer. Also man sieht hier ein vorne spitz angeschliffenes Messer. Und das ist natürlich auch ein sehr viel kraftvolleres Werkzeug als diese Nadeln. Und man kann damit auch sehr, sehr präzise arbeiten. Der Grund, warum das tatsächlich ein Messer ist, also auch wirklich so ein richtig angeschliffenes, geschärftes Messer hier unten, ist, dass in Japan Streichmaße tatsächlich nicht nur zum Anreißen verwendet werden, wie das bei uns der Fall ist. Wir benutzen Streichmaße eigentlich immer nur, um einen parallelen Riss zu machen. Aber ein Schiebetürenbauer zum Beispiel in Japan benutzt dieses Streichmaß dazu, Material zu spalten. Also das heißt wirklich zum Beispiel für die Herstellung von Kumiko, das sind diese kleinen Sprossen, die sich in japanischen Schiebetüren, diesen Shoji-Schiebetüren befinden. Da nimmt er, stellt er das Streichmaß ein und fährt dann so lange über das Material, bis er das wirklich abgespalten hat. Ne? Also das heißt, ich kann hier jetzt so lange, das mache ich jetzt hier nicht, vor allen Dingen nicht, weil es Ahorn ist, aber man sieht also, man kann hier, das ist wirklich ein Werkzeug, mit dem man das Material nicht nur anreißen, sondern tatsächlich schneiden kann. Und irgendwann würde sich diese Leiste dann abspalten. Und dann hätte man das Basismaterial für eine Kumiko-Leiste. Das wird tatsächlich mit Streichmaßen gemacht. Wie auch immer, wir wollen heute das Material, das Werkzeug nur zum parallelen Anreißen verwenden. Und dafür nehme ich jetzt mal genau dieses japanische Streichmaß. Und was ich jetzt möchte, ist, ich möchte hier einen mittigen Riss über dieser Materialstärke. Jetzt kann ich das natürlich erstmal messen. Man kann sagen, das Material ist 82 mm dick. 82 durch 2 sind 41. Das heißt, ich stelle hier 41 ein mit Hilfe des Zollstocks erstmal. Und das mache ich tendenziell sogar so ein bisschen grob. So. Und jetzt mache ich einen Kontrollriss. Das heißt, ich reiße einmal von der einen Seite. Dann drehe ich das Werkstück um und reiße von der anderen Seite. Zwei parallele Risse. Also wenn das jetzt schon genau eingestellt gewesen wäre, dann würden sich diese beiden Risse genau treffen, logischerweise. Jetzt habe ich zwei Risse. Diese Risse liegen voreinander. Was bedeutet, die Einstellung meines Streichmaßes ist zu klein. Wenn diese Risse übereinander liegen würden, wäre die Einstellung meines Streichmaßes zu groß. Das heißt, das, was ich jetzt mache, ist, ich stelle das Streichmaß so ein, dass es idealerweise mittig zwischen den beiden Rissen landet.
die ich eben gemacht habe. Jetzt mache ich das gleiche nochmal. Also ich mache hier einen kleinen Kontrollriss hin. Und hier einen Kontrollriss. Immer noch ein bisschen zu groß. Jetzt kann ich das ein bisschen klopfen, um es weiter zu verstellen. Und jetzt schaue ich nochmal. Übrigens hier diesen Klotz nehme ich sehr gerne entweder zwischen den Zeigefinger und die anderen Finger oder zwischen diese Finger. Dann kann ich hier auch wieder sehr schön gucken, dass alles genau gut anliegt. So, und jetzt habe ich hier, seht ihr, da trifft es jetzt noch ein bisschen. So, okay. Das heißt, jetzt habe ich wirklich tatsächlich genau diese halbe Materialdicke. So, wie geht's weiter? Wie gesagt, es ist ja immer noch und nach wie vor eine Sägeübung. Das heißt, ich nehme jetzt mal diese 82 mm und reiße die hier an. Das heißt, ich habe hier und hier bei 82 mache ich mir hier zwei Risse hin. Also ich bilde jetzt sozusagen die Übung, die wir letztes Mal gemacht haben, um Längsrisse zu üben, genauso jetzt quer wieder ab. Ne? Das heißt, jetzt mache ich hier an dieser Stelle ein paar Risse hin, auch wieder Freiauge mit und versuche das in 5 gleiche Teile einzuteilen. Das ist nur, diese Übung mache ich nur deshalb, weil ich finde, es ist irgendwie gut, sein Auge zu schulen und zu überlegen, was wäre wohl, wenn ich das durch 5 teilen muss. Ne? So. Und jetzt habe ich diese 4 Risse wieder gemacht und reiße die jetzt hier runter. Und die reiße ich jetzt hier runter, so ungefähr über die Hälfte der Werkzeugdicke. Gilt das Gleiche, was wir sonst schon hatten. Versucht möglichst genau zu sein beim Reißen. Was man auch machen kann übrigens, anstelle erst mit dem Winkel hier drüber zu peilen, ist, ich kann den Bleistift da hinstellen. Ne, da, wo ich den Riss sehe, kann ich hier den Bleistift hinstellen und fahre jetzt mit dem Winkel gegen den Stift. Und jetzt mache ich den Riss. Stelle hier den Bleistift hin, fahre mit dem Winkel dagegen, mache den Riss. Das geht auch tatsächlich recht gut. So. Aber eigentlich nur bis zur Hälfte. So, und jetzt kommt mein Streichmaßriss. Für die Streichmaßrisse gilt das Gleiche wie für Bleistiftrisse. Man soll Risse möglichst nur da machen, wo man sie unbedingt und auf jeden Fall braucht. Das heißt, ich versuche jetzt mal mit dem Streichmaß genau dort anzufangen, wo mein Bleistiftriss ist und auch auf der Rückseite genau wieder da zu enden, wo mein letzter Bleistiftriss ist. Und jetzt habe ich das. Ich mache das Gleiche von der anderen Seite. Tauche hier ein, tauche da wieder aus. Genau. Und was ich jetzt habe, ist das hier. Wiederum ein Stück bei dem ich mir hier diese Teile als Abfall markiere. Das ist eigentlich meine Lieblingssägeübung. Genau. Und jetzt schneiden wir, und zwar quer zur Faser. Dafür muss ich kurz die Kamera umbauen. Und dann geht das los. Ah, nee, eins habe ich noch vergessen. Das ist das Thema mit der Gleitsichtbrille, habe ich schon mal gesagt. Ich bevorzuge es, mir in diesen Streich den Streichmaßriss mit einem Bleistift nachzuziehen. Es gibt Schreiner, die sagen, das ist irgendwie voll bei Strafe verboten und das darf man auf gar keinen Fall machen. Ich mag das. Ich sehe den Riss dann besser. Und deswegen mache ich es auch so. So, jetzt spanne ich das hier ein und baue die Kamera um. Genau. Ich schneide wie beim letzten Mal auch mit
Mit der Ryoba-Säge. Habe ich schon mal gesagt, ne? Diese Säge hat zwei verschiedene Sägezahnausstattungen. Also sie hat hier vorne diese Bezahnung, die ist für Längsholzschnitte, und dann hat sie hier diese Bezahnung, die ist für Querholzschnitte. Man kann sich mal grob merken, viele Zähne Querholz, wenig Zähne Längsholz. Wie gesagt, ich mache noch mal ein detailliertes Video über japanische Sägen, weil das wirklich ein Thema für sich ist, was man dann noch mal extra machen muss. Im Moment ist es erstmal so, wir wiederholen jetzt quasi genau diese Schnitte, die wir beim letzten Mal auch gemacht haben. Jetzt allerdings natürlich mit dem Querholzblatt und nicht mit dem Längsholzblatt. Das heißt, ich setze wieder hier an. So. Schneide und schaue. Wie ich da aussehe. Und schneide darunter und möglichst nicht über den Riss hinaus. Wie wir schon mal geklärt haben, sollte man die Schnitte immer bündeln. Also erst zwei rechte, dann zwei linke. So. So. Okay. So sieht's aus. Und dabei merkt man natürlich sofort, dass sich das Schneiden quer zur Faser ganz anders anfühlt als das Schneiden längs zur Faser. Und warum das so ist, das klären wir auch nochmal, aber in einem extra Video, nämlich in dem übernächsten. Jetzt müssen wir uns bezogen auf diese kleine Sägeübung hier mal kurz darüber unterhalten, wie funktioniert eigentlich Stemmen. Alles klar.